Tausend frierende Kinder in den Schulräumen und das trotz dicker Wolldecke und Schal. Für viele Studenten, Auszubildende und Kollegen im Büro sieht es nicht besser aus. Dann klingelt der Wecker. Oh, man macht sich bereit und es versetzt einen in die letzte Schockstarre, bevor die Fenster dann wieder komplett aufgerissen werden, weil es heißt Stoßlüften. Dass die gute Angela gegen die Kälte dann auch noch Kniebeugen und in die Hände klatschen vorschlägt, sorgt nicht wirklich für Begeisterung. Weder bei den Schülern noch bei den Eltern und den Lehrern. Nur im Homeoffice sieht es da schon besser aus. Doch ist es denn wirklich so kalt in den Räumen, dass man sich kaum konzentrieren kann? Denn viele wehren sich gegen diese Corona-Maßnahmen und meinen, dass das Lüften krank macht und zur Erkältung führt. Da gilt es mit dieser fröstlichen Maßnahme ja eigentlich gegen anzuarbeiten. Ja, man sagt ja, durch die Kälte, also und die kalte Luft wollen wir eigentlich verhindern, dass wir uns anstecken. Egal. Was passiert denn aber eigentlich wirklich in den Eishöhlen der Neuzeit und wie kann man diese Zeit warm und gesund überstehen? Fangen wir mal an bei der Beschaffenheit unseres kleinen Begleiters, im Kopf zumindest. Das Coronavirus wird ja bekanntlich über die Aerosole, also diese Tröpfchen, die kleinen Partikel in der Luft übertragen und die gilt es ja zu reduzieren. Wenn wir aber alle im Büro zusammensitzen oder die Schüler in dem Klassenraum und alle schniefen da vor sich hin und ein paar haben Corona, dann ist es natürlich so, dass die Luft mit denen quasi gesättigt ist, die Partikel sind überall und durch das Stoßlüften kommt frische Luft rein und die Partikel haben es nicht so leicht, sich irgendwo anders dann wieder sozusagen es heimisch zu machen, ja, und jemanden anzustecken. So, da ist aber natürlich gerade so, dass man sagt, ja, muss es denn wirklich so wahnsinnig viel sein und kann das nicht irgendwie besser sein und so weiter und so fort. Man muss mal erstmal wirklich die eine große Frage beantworten und da ist immer die Frage, kann ich mich dadurch erkälten? Also wenn ich jetzt das Fenster aufmache und mir ist kalt, erkälte ich mich? Die Antwort ist nein, erkälten kommt nicht von Kälte, zumindest nicht alleine. Es kann aber so sein, dass wenn ich schon sozusagen Krankheitserreger irgendwo habe, dass dann durch die Kälte meine Abwehrkräfte ein bisschen gesenkt werden und ich nicht mehr ganz so fit bin, gerade Nasenschleimhaut, und die dann ein leichteres Spiel haben. Aber die Erkältung selbst wird immer noch ausgelöst von eben Viren oder anderen Krankheitserregern. So, das heißt, durchs Lüften alleine wird keiner krank. Aber wie kalt ist es denn jetzt eigentlich in Deutschlands Schulen und Büros? Zitternde Kinder soll es ja eigentlich nur vor der Mathearbeit geben oder den zitternden Kollegen vor dem Gespräch mit dem Chef. Laut Experten im Umweltbundesamt sinkt die Temperatur im Raum nur um wenige Grad, sowohl beim kurzen Stoß als auch beim Querlüften. Sind die Fenster dann direkt wieder zu, wird es auch schnell wieder muckelig warm, denn die Heizung bleibt natürlich auf 5 gestellt. Ja? Da sagt die liebe Eisbärenfamilie Danke für die globale Erwärmung. Richtig ausgestattet sollte aber eigentlich keiner mehr bibbern und sozusagen zittern müssen, denn zu der sogenannten AHA-Regel kommt dann noch das Z dazu. Zwiebellook, ja, mit doppeltem Shirt, dicken Pulli, vielleicht auch einer kleinen Wärmflasche. Setzt man sich dahin und denkt sich so, ja, so halte ich mich warm. Und dann geht's auch wieder. Ja, dann macht sozusagen auch die Erkältung oder kommt die Kälte auch nicht und macht es den normalen Erkältungsviren leichter. Und trotzdem natürlich auch darauf achten, dass man nicht im Luftzug sitzt, denn das ist tatsächlich dann wieder, dadurch kühlt der Körper ja sozusagen dann noch viel schneller aus. So, und ganz wichtig, wenn ich schon den Zwiebellook mache, nicht 25 Pullis auf einmal anziehen, sonst ist mir sozusagen viel zu warm, dann schwitze ich, ja, und das ist auch wieder nicht sinnvoll, weil dann kühle ich schneller aus und so weiter und so fort. Also, was merken wir uns? Ein ganz allgemeines Lüften, eine wunderbare Zusatzmaßnahme zu den AHA-Regeln und zu einer Erkältung gehören eben in erster Linie auch immer noch Viren, die es dann leichter haben, wenn uns kalt ist und wenn wir total ausgekühlt sind. So, und dann ist es natürlich noch so, dass man darauf achten muss, wie stoßlüfte ich denn jetzt eigentlich? So eine kleine Luke bringt nicht so viel wie die moderne Vollverglasung, die ich dann aufreiß. Aber auch da natürlich darauf achten, stoßlüften heißt jetzt nicht die ganze Zeit durchlüften. So, damit es dann keine unterkühlten Kinderchen gibt, wirklich darauf achten, dass sie Omas selbst gehäkelten Strickpulli anhaben oder die Funktionsklamotte. Also macht was draus, zieht euch warm an.